Meine Muttersprache ist Plattdeutsch. Und als ich damals Bürgermeisterwest bin, in mein eigen Gemein, da habe ich damals, wie es davon overtücht wärst, dass das Bete ist, wenn man mit der Lü, der direkt mit einem Tadown haben, auch im Plattdeutsch sprechen kann. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Brandner, ich muss schon sagen, das ist eine beeindruckende Liste der Unterstützer, die Sie hier vorgelegt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Brandner wünscht uns Mut zur Courage. Ich übersetze das mal nicht. Ich wünsche uns die Courage, anderen Sprachen mit Respekt zu begegnen, statt Angst davor zu haben. Und Sie wollen den Wert der Muttersprache in den gesellschaftlichen Fokus setzen. Ich würde sagen, das ist, Sie mögen die Wort vielleicht nicht gern hören, aber das ist so eine Art Schlüsselkommunikation. Das ist eine Schlüsselqualifikation. Man muss eine gemeinsame Sprache haben, damit man sich gegenseitig auch unterholen kann und miteinander auch proben kann und sich versteht. Und ich hab Lü belebt in Iowa. Die sind 50 Jahre alt, die können bestens Plattdeutsch proben, aber kein Wort Hochdeutsch. Das sind bestens integrierte Amerikaner. Und die Engels kennt auch nicht darunter leiden, dass die nach Amerika utwandert sind. Da kann der Köfer gewissen. Sprachen entwickeln sich eben, und das ist gut so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt nicht nur Deutsch. Die Vielfalt der Sprachen aus den Regionen macht doch den Wert Deutschlands und der deutschen Sprache insgesamt auch aus. Und sie down so, als wenn man Angst haben muss dafür, dass irgendein von Buten noch seinen Einfluss in uns Sprache hingeben darf. Deutschland profitiert davon, dass wir zusammenwasen in Welt. Zusammenwasen in Welt geht nur, wenn man sich gegenseitig unterholen und verstehen kann und wenn man die richtige Sprache proben kann. Und wenn man eine andere Sprache Herr Kollege Saathoff, abgesehen davon, dass Sie bitte darauf achten, dass wir alle auch verstehen, was Sie sagen, wollte ich Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Spangenberg akzeptieren. Herr Präsident, die AfD vermutet, dass durch Quantität ihrer Zwischenfragen ihre Arbeit mehr wertschätzt wird. Die Qualität lässt aber deutlich zu leiden. Und wir haben das heute erlebt. Ich lasse keine Zwischenfrage zu. Wenn man eine Fremdsprache spricht, heißt das eben nicht, dass man weniger Deutsch sprechen darf oder muss. Die AfD sagt, Sprache ist Kulturgut. Und ich würde sagen, nicht nur die deutsche Sprache ist Kulturgut, sondern alle Sprachen sind Kulturgut. Wer fremde Sprachen kennt, weiß nicht nur nichts von seiner, wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nicht nur nichts von seiner eigenen Sprache, er weiß auch nichts von den anderen Ländern und deren Menschen und deren Beweggründe. Und er weiß, und wer nichts weiß darüber, der hat Angst. Und wer Angst hat, der igelt sich ein. Und der hat dann nationalistische Tendenzen. Und wozu das führt, Kolleginnen und Kollegen, das wissen wir alle miteinander. Angst ist also die Grundlage von höherpolitischer Handeln, Live-Kollegen von AfD. Sie down so, als ob man höher was wegnehmen würde, wenn was anderes der Tau kommt. Und der Gegenteil ist der Fall. Deutschland wird nicht arme durch andere Sprachen, Deutschland wird rieke. Und darum müssen wir stolz werden. Wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es, verstanden zu werden. Bei den Autoren des Antrags ist es, glaube ich, egal, ob ich platt spreche, Deutsch, Englisch oder Kisuaheli. Hören und verstehen sind eben zwei verschiedene Dinge. Oder wie wir in Ostfriesland sagen, ich verstehe die Wahl, man ich begrieb die Neid. Ich möchte mich abschließend ganz herzlich entschuldigen beim stenografischen Dienst und ich gelobe Besserung. Ich danke dem Bundespräsidenten für das Verständnis und besten Dank für Tauern, Live-Kolleginnen und Kollegen.